ausgefahren, dann am oberen Flügel und am komplett unteren Flügel Landeklappen und oben an der Tragfläche noch Vorflügel. Sie sehen auch, wie groß diese Flächen sind, also die Tragfläche der Antonov in Summe ist riesig und das ermöglicht es, diesen jetzt noch über 3 Tonnen schweren Flugzeug so langsam zu fliegen. Sie sehen hier eine Fluggeschwindigkeit von etwa 70 Stundenkilometern. Eingefahren und in einer Sinkflugkurve kommt der Steve mit der Antonov hier jetzt zur Landung. Man sieht, die Tür ist geöffnet, dort also sind die Fallschirmspringer eben rausgesprungen aus der Antonov